So, das Buch habe ich jetzt gelesen. Dann versuche ich jetzt einfach mal mein Glück. Dazu brauche ich aber erstmal so einen Tisch. Wo stelle ich den denn hin? Hier. Ja, jetzt brauche ich von diesen halben Dingern noch welche. Ja. Ey. Das war fies. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Wo... Hier sind die. Da und da. Ich habe zwei Wasserflaschen. Wenn ich jetzt hier einmal Wasser hinmache... Oder hier, das würde dort sogar besser aussehen. Hier einmal Wasser hin. Und da brauche ich Kisten. Oh, da muss ich noch welche machen. Machen wir erst einmal die hier. Haben wir zwei Stück. Ich hoffe, die sind wasserdicht, so wie ich mir das vorstelle. Und ich brauche so ein Schild oder Zaun, je nachdem, was besser aussieht. Müssen wir gleich mal gucken. Die Zäune waren ja dick und dünn, genau. Wenn ich da jetzt Wasser hinmache... Ui! Und wie sieht das mit so einem... Schild aus? Nee, das sieht nicht so schön aus. Dann mache ich das so und so. Dann muss ich noch mal Wasser holen. Dann brauche ich noch ein paar Kisten. Lieber zu viel als zu wenig machen hier. So. Und so ein wasserdicht scheint die ja zu sein. So, kann ich jetzt die Flaschen? Ja. So, wie war das? Ich brauche sowas. Da ist ein Bild in... Oh, das ist ja einfach. Wo? Das so und eins da rein. Okay, jetzt habe ich keine Blume. Ich hoffe, das sieht jetzt keiner, was ich hier mache. Und eine Blume war das, glaube ich. Ich nehme alle mit hoch. Sicher ist sicher. So. Das dauert aber nicht allzu lange. Das ist schön. Ja. So steht es auch im Buch. Diese Afkwin... Wie heißen die? Afkwart-Portion. Ja. Und... eine Wolfsbann. Ui, das klappt. Oh, da bin ich mal gespannt. Also, ja, da muss ich dort noch Wasser. Dann muss dort über... Oh, ich muss ganz viel von den Kisten noch machen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann hier das Wasser hin. Sowas und hier das so und ja, ich hab's hinbekommen.
Wow! Hier, ich brauche diesen Tisch. Und ich brauche noch einen Zaun. Mist, den kann ich nicht machen. Doch, kann ich. Jetzt kann ich so einen Zaun machen. Ja, sehr schön. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie man das baut. Das ist irgendwas Rotes und Stein oder irgendwie sowas und was Gelbes und... Oh Gott. Ich brauche noch mehr Glasflaschen. Die lasse ich erst einmal hier drinne. Das ist ja echt cool. Dann kann ich die hier noch aufhängen. Ich habe davon nur noch zwei. So. Jetzt muss ich wieder ganz vorsichtig runterbauen hier. Oh, es ist Tag. Mal schauen, ob der Herr Ramon fertig ist. Oh, jetzt habe ich das Rote mitgenommen. Mist. Davon brauche ich auch ganz viel. Vielleicht kann ich das irgendwann mal hier oben anbauen. So heimlich gesehen halt, natürlich. Und Wasser brauche ich noch. Ich höre doch jetzt nicht etwa richtig hier. Hier ist so ein Werwolfstyp. Da unten steht er. Der ist ausgesperrt. Ja, kommt, ich töte euch. Kommt her, ihr dreckigen Mistviecher. Komm her, du Elendes. Hier ist noch einer. Komm her, lass dich töten. Komm. Sonst habt ihr da auch keine Angst. Scheiß Mistviecher. Habt ihr gesehen? So macht man das. Cool. Wasser, was? Da unten gab's Wasser. So. Wo ist jetzt der Herr Ramon hin? Ich brauche das Glas. Vielleicht kann er mir auch Glasflaschen herstellen. Ja. Das habe ich zwar eigentlich für die Köchin, aber ich glaube, ist das Ihnen zu schwer oder? Nö, das passt wie angegossen an den Arm. Weil wenn Sie das dann hochhalten und gegen irgendwas wenden, zum Beispiel, darf ich mal kurz schlagen? Ja. Das geht auch mit dem Riesenschwert. Oh. Guck. Oh, cool. Damit wenden Sie sogar meine Schläge ab. Ich verbrauche Energie, aber treffe sie nicht. Kann man damit auch gleich... Nee, ich kann das Schwert leider nicht gleichzeitig schwingen, wenn ich das hochhalte. Schade. Ich habe noch gar keine Kampferfahrung. Besonders nicht damit. Ja, ich muss sowieso noch einen Aushang machen, dass bei Vollmond keiner mehr rausgehen darf. Letzte Nacht, oder beziehungsweise vorhin bei Sonnenaufgang, waren schon wieder vier dieser dreckigen Werwölfe hier.
Ja, ich verziehe mich nach drin. die haben sich, ja, dadurch, dass ich dort diese Bilder von den Huntern habe, an meinem Haus versammelt. Aber das Schöne ist, der Zaun drumherum hält es ab und ich kann sie dann niedermetzeln. Ja, solange das funktioniert. Ja. Und solange man ein gut gehendes Silberschwert hat. Ja, bei mir, ich habe die, ja, weil die mich angegriffen haben, habe ich vielleicht ein Schwert mit 4-mal Haltbarkeit noch bekommen. Also das einmal kurz schlagen und das ist weg. Der Herr Tobias hatte versucht, die aneinander zu. Entschuldigung. Die aneinander zu bauen. Und das hatte wohl geklappt, dass die ein bisschen stabiler geworden sind. Also einfach den Herrn Tobias oder den Herrn Ramon mal fragen. Die Technik hatte mir schon gezeigt, das funktioniert zwar, aber dafür muss man erstmal die Schwerter haben. Ja, gut. Stimmt auch wieder. Aber die kann man doch bestimmt leicht herstellen. Sie finden doch bestimmt dieses Silbererz in der Mine. Ja, wir haben da das schon gefunden. Das Problem ist, Herr Ramon kann dieses nicht einschmelzen. Er hat es noch nicht geschafft, dieses zu erhitzen. Okay. Ja, dann. Also, er hat welches auf Lager jetzt und experimentiert damit rum. Ja, dann muss ich sowieso öfters mal zum Herrn Ramon gehen, weil die Schwerter auch nicht wirklich viel aushalten. Die Steinschwerter jetzt. Nein, die Silberschwerter. Er hat schon eine neue Erfindung, die kostet nur leider etwas mehr. Ja, es geht um die Sicherheit der Stadt. Ich denke mal, da wird er schon Gut. runtergehen. Ja, obwohl, also ich sag mal so, mindestens 3 pro Schwert wird das allein am Material kosten. Ja, das geht ja noch. Also so weit wird er maximal wahrscheinlich runtergehen. Ja. Wenn Sie zufälligerweise mal unterwegs sind und leere Glasflaschen finden, die können Sie gerne bei mir abgeben. Die nehme ich sehr gerne an mich. Wofür? Für ein kleines Experiment. Ja, gut, ich halt mal Ausschau. Alles klar. Krieg ich das Schild wieder? Ach so. Das bräuchte ich zu meiner eigenen Verteidigung. Okay. Danke. Ja, bitte. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Da ist noch eine drinne. Hier nicht mehr, schade. So, dann müssen wir jetzt noch einen Aushang machen. Hier. Wichtig. Bei Vollmond nicht außer Haus gehen. Unten. Wegen dieser Werwolf Monster gezeichnet Stadtwache. So. Die stehen immer noch hier rum. Apropos, für was sind eigentlich diese Perlen gut? Hab ich da. Ne, ich hab keine mehr. Mist. Für was ist dieses Amulett gut? Ich weiß es nicht, aber es fühlt sich gut an. Ja, dann werde ich mich jetzt erstmal schlafen legen. Und mal schauen, wie es morgen weitergeht. Rockstar, Dancer, Killer, Drop, I love it.